Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Wir sind immer noch im Swoop-Büro und da ich bei dem Dialog letzte Folge was verhauen habe und die außerdem neu vertonen musste, ich hoffe, das ist nicht zu sehr aufgefallen, spreche ich nochmal ganz kurz Motta den Hutten an und wiederhole einen Teil des Einführungsgespräches. Was? Du schon wieder? Also, was willst du hier? Fahren oder nicht? Alles andere interessiert mich nicht. Wie gut bist du? Naja, ich habe auf Taris an den Rennen teilgenommen. Ich habe dort das Eröffnungsrennen der Saison gewonnen. Ha! Du und 12 andere Lügner. Der Planet explodiert und alle Rennstatistiken sind futsch. Und plötzlich gibt es nur noch Champions. Das ist aber die Wahrheit. Ich bin eine Jedi. Wollt ihr auch mir eine Lüge unterstellen? Oh, jetzt bist du schon ein Champion, der mit einem Jedi herumreist. Deine Story wird ja immer besser. Die Piloten hier sind mit deinen Gegnern auf Taris nicht zu vergleichen. Diese Hinterwäldler schlägst du mit links. Okay. Du denkst, du bist ein Pilot? Mir soll es recht sein. Hast du ein eigenes Bike? Ja, daran bin ich nicht interessiert. Leb wohl. Ja, tu das. Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Wichtige Geschäfte. So, ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, was, das Mission auch noch was zu sagen hat hier. So, jetzt lade ich wieder den Spielstand, wo wir zuletzt gestoppt haben. Mit unseren Gesprächen. Dann versuche ich ihn nochmal mit anderen Gefährten auf was anderes anzusprechen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Erfolg das haben wird. Gucken wir mal gleich. So, mit Mission unzahlbar. Die Sache mit Nico. Ja, der Ärger mit dem Vertrag. Hast du mit dem Kleinen gesprochen? Du kriegst dein Geld erst, wenn er unterschreibt. Ja, zurück zu meinen Fragen bezüglich Nico. Ich will, dass Nico bei mir unterschreibt und ich will, dass du ihn dazu bringst. Ich zahle auch gut. Warum unterzeichnet er nicht? Laut Vertrag komme ich für sein Bike und alle Reparaturen auf. Dafür bekomme ich den Großteil seiner Preisgelder. Das ist nicht fair. Auf Taris musste man auch einen Teil seiner Siegprämie an den Sponsor abgeben. Aber nicht den Großteil. Mehr Sklaverei, nur getarnt. Er weiß, dass die Bedingungen hart sind, aber er hat nicht selbst das nötige Geld, um Profi zu werden. Ja gut, also, das klappt. Ja, wie im echten Leben auch, leider viele Arbeitsbedingungen, mittlerweile getarnte Sklaverei, meiner Meinung nach. So. Wer kann da noch reden? Jolie. Jolie hätte noch was zu sagen, glaube ich. Jolie und Bastila. Oder vielleicht einfach erstmal nur Jolie. So. Probieren wir das nochmal. Und da wunderst du dich. Doch, das hatten wir schon, Entschuldigung. Ja gut, kein Problem. Ich komme dann später wieder. Ja, in Ordnung. Dann wechsle ich jetzt noch einmal die Gruppenauswahl. So. Und dann unterhalten wir uns erst nochmal mit Zoris Befgar. Die haben wir bislang noch nicht geschafft in der letzten Folge oder so. Und wenn wir mit der geredet haben, dann fahren wir tatsächlich mal ein paar Rennen. Ja, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich habe ein wenig Zeit. Geht es ums Rennen? Vielleicht wollt ihr ja selbst mit diesem Sport anfangen. Naja, ich möchte euch ein paar Fragen stellen, wenn ihr die Zeit habt.
Ich habe immer Zeit für Rennfahrerkollegen. Fahrt fort. Oh, ist sie nett. Ich suche nach etwas. Wer kennt denn den Planeten am besten? Ich muss zugeben, dass ich noch nicht viel Zeit hatte, mehr über diesen Planeten zu erfahren. Alles, was mit Taras zu tun hat, war mir wichtiger. Einige der Jäger sind Fezzas Jägergilde, scheinen mehr zu wissen als ich. Aber andererseits ist das auch nicht schwer. Ja gut, und kann ich vielleicht ein paar Fragen über euch und das Rennen stellen? Ich heiße Zoris Bafka. Ich schätze, ich gehöre hier zu den erfahrenen Rennfahrern. Was wollt ihr wissen? Naja, also, ist denn das hier der beste Planet für die Rennen? Naja, nicht wirklich, aber momentan reicht es mir hier. Professionelle Fahrer wie ich reisen immer dorthin, wo die Preisgelder am höchsten sind. Es ist kein Geheimnis, dass mit der Zerstörung von Taras auch eine der populärsten Strecken zerstört wurde. Die anderen Veranstalter werden Zeit brauchen, um einen Ersatz zu schaffen. In der Zwischenzeit fahren wir auf den kleineren Strecken. Das hier könnte man sozusagen als erholsamen Zwischenstopp für mich bezeichnen. Aber wenn die Strecke so klein und unbedeutend ist, warum macht ihr euch dann die Mühe, hierher zu kommen? Man verliert ja seine Fähigkeiten, wenn man nicht in Übung bleibt. Ich könnte natürlich auch auf einer offenen Straße fahren, doch der Wettbewerb hält einen lebendig. Abgesehen davon, wenn meine Anwesenheit der Strecke hier ein wenig Prestige bringt, dann fangen vielleicht ein paar neue Fahrer mit dem Sport an. Oder so wie wir zum Beispiel. Wie lange macht ihr das schon? Schon etliche Jahre. Doch als ich noch jung war, bin ich unter einem anderen Namen gefahren. In jungen Jahren war meine Karriere nicht gerade spektakulär. Warum habt ihr euren Künstlernamen denn geändert? Ach, keine besonderen Gründe. Ich wollte einfach von einer Liga in die nächste aufsteigen und ein paar alte Geschichten hinter mir lassen. Vergeudet nicht zu viel Gedanken daran. Es war eine persönliche Angelegenheit und spielt heutzutage keine Rolle mehr. Tja, und was könnt ihr mir so über die anderen Rennfahrer erzählen? Es gibt hier ein paar vielversprechende Neulinge. Garm versucht sein Bestes und ich wünsche ihm alles Gute. Auch Nico sollte man im Auge behalten. Es ist spannend, ihm zuzusehen, wie er seine eigenen Fähigkeiten erforscht. Ich hoffe, er wird stets daran denken, warum er mit dem Sport angefangen hat. Warum sagt er das? Beim Rennen geht es nicht nur um die Geschwindigkeit. Es ist ein Geschäft. Und wir sind das Produkt. Er muss sich selbst sorgsam vermarkten. Was denkt ihr darüber? Das ist ein notwendiger Nebenaspekt des Sports. Wir müssen Geld verdienen oder es würde keinen Rennzirkus geben. Tja, gut. Zurück zu meinen ursprünglichen Fragen. Wenn ihr wollt, mir macht es nichts aus, ein paar Fragen zu beantworten. Aber ich glaube, wir haben eigentlich schon alles gehört jetzt mittlerweile. Unhöflich wollen wir nicht sein, also muss ich jetzt gehen. Lebt wohl. Rennfahrerglück. Ein anderer Gruß, wunderbar. Ja, dann denke ich mal, wir könnten tatsächlich durchstarten. Ich war zwischendurch, zwischen den Folgen war ich mal im Swoop-Büro und habe da mal nachgefragt, ob man, oder ich habe versucht, ein Upgrade zu finden für unser Swoop. Das gab es da aber nicht. Also ich weiß nicht, warum wir das hier fragen können, aber es gibt kein Upgrade für den Swoop. Soweit ich weiß. Oder soweit ich mich erinnern kann. Jetzt können wir mal Rennen fahren und dann werdet ihr einen neuen Mod von mir vorgestellt bekommen, den ich sehr, sehr gerne mag. Ah, du bist es. Willst du fahren oder Geschäfte machen? So oder so. Für alles andere habe ich keine Zeit. Gut, reden wir über Swoop-Rennen. Ja, du willst vermutlich fahren. Ich bin sicher, dass du den Fans eine tolle Show bietest.
Ja, ich will einfach nur Rennen fahren. Sicher, wir müssen uns nur über die Teilnahmegebühr unterhalten. Alle Teilnehmer zahlen vor jedem offiziellen Rennen 100 Credits. Ich habe bereits eine Startgebühr hinterlegt. Die Gebühr ist vor jedem Rennen fällig. Wie soll ich denn sonst die Preisgelder an die Gewinner ausbezahlen? Dazu brauche ich Einnahmen. Ich investiere sehr viel Geld in meine Fahrer, aber von irgendetwas muss ich auch leben. Also gib mir das Geld oder verschwinde. Ja gut, wollt ihr über den Preis verhandeln? Ich sehe nicht ein, warum. Der Preis ist fair. Ja. Machtüberredung könnten wir machen. Ich biete eine einmalige Show. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. Na gut, wenn du es bist, weil du es bist. Ich lasse deinen Zug sofort zur Strecke bringen. Und tatsächlich, das wird eine einmalige Show. Das hat er garantiert noch nie gesehen, wie ich mich durch seine Strecke gleich durchcheate. Aber ich warne dich, das war das letzte Mal, dass ich dir entgegengekommen bin. Gegner ist ein gewisser Garm Tortue. Er ist hier aufgewachsen. Seine Zeit ist gar nicht übel. 23,90. Swoop-Fans, aufgepasst! In Kürze beginnt ein offizielles Rennen. Applaus für diesen neuen Herausforderer. Tja gut, dann gucken wir doch mal. Ich kann das ja kaum noch. So, jetzt muss ich schalten. Juhu! Oh, da war ja ein Steinchen in der Nähe. Yeah! Zoom, 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 zoom! Ich bin der Flash! Hart am Limit, Freunde, hart am Limit. Na, und was hältst du von der einmaligen Show, oder? Für deinen Auftritt in der Klasse 1 bekommst du 10 Rennbons. Nicht übel für einen Anfänger. Du hast Garm locker geschlagen. Nimm das und danke. Mal sehen, ob du dich im nächsten Rennen noch steigern kannst. Ja, super, dann komme ich später wieder. Okay, ich hoffe, ich bereue später nicht, dass ich dich habe fahren lassen. Ich brauche richtige Piloten. Tja, das mit den richtigen Piloten ist so eine Sache. Also ihr habt schon gemerkt, die Strecke war verflucht einfach. Das ist aber nicht die Strecke, wie sie normalerweise im Spiel vorkommt, sondern das ist die Easy Swoop Mod. Ja, ich liebe sie. Ich will nie wieder ohne spielen. Es ist zugegeben, man hat eine kleine Action-Szene, wenn man es regulär spielt, dann muss man den Steinen ausweichen, die auf der Strecke liegen und halt eine gute Zeit hinlegen. Aber das Problem ist, wenn man die Strecken schaffen will, ne? Ganz besonders in der dritten Schwierigkeitsstufe, da braucht man so viele Versuche ganz häufig. Und da geht eine Menge Zeit drauf. Und das ist erstens doof fürs Let's Play, weil ich dann gleich mehrere Folgen irgendwie für das gleiche Rennen aufnehmen muss. Und das will ja auch keiner so lange sehen, oder? Und zweitens denke ich mir halt, ey, wer ein Rennspiel spielen will, der kauft sich doch Need for Speed und nicht Knights of the Old Republic. Was denken sich die Entwickler dabei, immer solche komischen Spiele, die nichts mit dem Hauptspielgenre zu tun haben, in Spiele einzubauen? Also gerade so Rollenspiele und so, die leiden immer manchmal. Ich finde, das ist schon sozusagen ein Leiden. Die leiden immer unter solchen Minispielen, die eingebaut werden. Also hier bei KOTOR, man muss die Rennen zwar nicht zwingend machen, bis auf das erste, auf Taris. Aber das ist nicht so schwer. Man muss sie nicht zwingend machen, aber man will ja dann doch irgendwo alle Missionen fertig bekommen. Und also die es gibt im Spiel und alles erforschen. Und dafür muss man diese blöden Rennen absolvieren. Und gerade bei den dritten Rennen, da werde ich regelmäßig wahnsinnig, weil ich da, ich weiß nicht, eine Stunde oder was
an dem dritten Rennen einfach nur hocke und nicht gewinnen kann. Das ist voll blöd. Deshalb feiere ich diese Mod sehr. Es ist ein bisschen cheaten, gebe ich zu, aber wisst ihr was? Es ist fürs Let's Play. Ich zeige euch die Mod, die führe ich euch ja vor. Und dann müssen wir in der nächsten Folge keine Rennen mehr auf Tatooine fahren. Fahren wir jetzt mal Runde 2, obwohl wir könnten uns erstmal mit den Leuten unterhalten. Warte mal, haben wir einen Swoop-Fan? Tatsache. Potter meint, dass die ganzen Profis nach der Zerstörung von Taris hierher kommen werden. Aber der Hutt redet sich wohl nur etwas ein. War euer Sieg nur Anfängerglück? Die meisten Amateure bleiben ungefähr bei dem Niveau, auf dem ihr jetzt seid. Ach so, mal gucken, was die anderen Piloten so sagen. Hey, das war ziemlich gut. Ich meine, ich bin ja nur ein Swoop-Kid, aber das gerade anfängt zu fahren, aber ihr habt meine Zeit einfach so geschlagen. Ja gut, dann gehe ich mal wieder. Fahrt schnell, geht auf Felsenacht. Ach so hieß das. Ja, und du, Yuka? Der neue Rennfahrer wollte von uns Piloten nur zwei Dinge, Geld und Ratschläge. Also gut, hier ist mein Ratschlag. Lasst mich in Frieden. Dann machen wir das mal. Ja, gut so. Sorry. Nun gut, ich bin beeindruckt von dem, was ihr auf der Strecke geleistet habt. Ihr gehört zu den talentierten Anfängern. Ja gut. Mein Fahrerglück. Alles klar, hatten wir sonst noch Fahrer? Nico noch? Ihr schon wieder? Ich habe momentan wirklich keine Lust, mich zu unterhalten. Der war aber freundlicher am Anfang, dann macht's mal wieder gut. In Ordnung, man sieht sich beim Rennen. Hör mal, ich will für dich eine Hand ins Feuer legen, Freundchen. Sag mal, ein bisschen freundlicher, sonst überlege ich mir das noch. So, dann die nächste Runde, bitte. Rennen fahren. Sicher, wir müssen uns nur über die Teilnahmegebühr unterhalten. Alle Teilnehmer fahren vor jedem offiziellen Rennen 100 Credits. Wollt ihr verhandeln? Ich habe dir schon ein Rennen geschenkt. Ich will nicht über meine Preise diskutieren. Entweder du bezahlst, oder das Rennen steigt ohne dich. Das war deutlich. Nun, dann bezahlen wir mal 100 Credits. Gut, gut. Wir lassen deinen Zug zum Start bringen. Mal sehen, in welcher Klasse wir dich starten lassen. In der Klasse 2, hoffe ich doch. So, Klasse 1 hast du hinter dir. Klasse 2 führt momentan Yuka Rill. Und zwar mit der tollen 2:23:29. Das letzte Rennen hatten wir 22:20, das schaffen wir mit links. Achtung, gleich beginnt ein Rennen der Klasse 2. Begrüßen wir diesen jungen Piloten mit einem kräftigen Applaus. Yay! Juhu! Ich hoffe, das ist im Sinne. So, wenn ich den Start nicht vermasse, dann sind wir bestimmt noch schneller. War ich vorhin ein bisschen weniger auf Zack einfach. So, das Gute an der Mod ist, ich muss überhaupt nicht lenken. Habt ihr gesehen, selbst der Fels, der so nah ist, solange der nicht an mein Mittelrad kommt, kollidiere ich damit nicht. So, mal schön frühzeitig schalten, das ist jetzt alles Timing. Alter, unter 22 Sekunden. Ja, super, so will ich das haben. Die Republik ist ein loser Zusammenschluss von Welten mit allgemeinen Handelsgesetzen und einer gemeinsamen Währung. Schnell dazwischen zu lesen. Applaus, Applaus, Applaus! Für deinen Auftritt in der Klasse 2 bekommst du 30 Rennbons. Vielleicht hätte ich dich doch nicht engagieren sollen. Jetzt macht er Verluste, der Sack. Wird er gleich mürrisch. Im nächsten Rennen trittst du gegen meine besten Piloten an. Yuka Rill hast du ja schon geschlagen. Nun, dann wollen wir mal weiterfahren. 100 Credits. Habe ich den nicht schon bezahlt? Verhandeln? Nö, macht er nicht. Na gut, 100 Credits und ab geht's. Gut, gut, wir lassen deinen Zug zum Starten. Mal sehen, in welcher Klasse wir dich starten lassen.
Du bist recht reif für Klasse 3. Mal sehen, wie lange du gegen Zoris Befka ein Profi abschneidest. Seine Bestzeit, ihre Bestzeit ist 22 noch was. Achtung, Mutter der Hutte präsentiert den besten Zoo-Piloten der Saison in einem Rennen der Klasse 3. Zeigen wir diesem Möchtegern, was wir erwarten. Na, da schauen wir doch mal. Huch. So. Hab ein bisschen geschlafen, aber ich glaube, wir packen es trotzdem. Wenn Zoree Klasse 3 ist, dann müssen wir wahrscheinlich noch eine Bestzeit gegen Nico fahren. Ach, wir waren schon im höchsten Gang, deshalb konnte ich nicht. Oh, 22,50 ist aber. Ist aber nicht so schnell. Haben wir es geschafft oder nicht? Applaus? Fragezeichen? Ah, Glück gehabt. Du hast den Bahnrekord gebrochen und in Klasse 3 gewonnen. 80 Rennbounds waren abgemacht. Hoffentlich hast du jetzt genug. Die meisten meiner Piloten haben keine Chance gegen dich. Mal wenn man so eine alte Cheater-Sau ist wie wir. Ja gut, dann komme ich erstmal später wieder. Viel Spaß, aber dreh bloß keine Trainingsrunden. Ich muss meine Profis bei Laune halten. Du würdest sie nur frustrieren. Ich habe ganz vergessen, zwischendurch mit den Leuten nochmal zu reden, ne? Hier gibt es keine echten Gegner. Durch den Verlust von Taris hat der Rennzirkus sehr gelitten. Ihr seht da draußen auf der Rennstrecke ziemlich gut aus, Champion. Und aus der Nähe auch. Ja, durchaus. Ich gebe dir meine Handynummer, Süße. Okay, was sagen die anderen so? Ihr seid verdammt schnell, wisst ihr das? Ich habe euch fahren sehen und... Nun, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Was kann ich für euch tun? Ja, das war's dann erstmal. Yuka! Ihr schon wieder. Wollt ihr mit eurer Zeit bei mir prahlen? Ihr stellt mir praktisch bei jedem Rennen, das ihr fahrt, meine Bezahlung. Oh Mann. Und Cerise. Ich sehe ein, dass ihr heute die Strecke beherrscht habt. Ihr habt meine Zeit mühelos geschlagen. Der Sport braucht Leute wie euch, die den Zuschauern ein Spektakel bieten. Ja gut, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch Nikos Bestzeit, denke ich. Wir reden gleich nochmal mit ihm. Aber vorher machen wir ein kleines Folgenpäuschen, weil die 20 Minuten voll sind. Und ich glaube, meine Katze hat Hunger. Die ist ziemlich anhänglich im Moment. Das ist ganz untypisch eigentlich um die Uhrzeit. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Ben Stormrider. Bye bye.